Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum allerletzten Part von FIFA 17. Zumindest was die Darmstadt-Hälfte des Let's Plays angeht. Denn heute ist der letzte Spieltag, 20. Mai, gegen Borussia MG. Klingt so wie ein Maschinengewehr, ist es aber nicht. Und es ist zudem das letzte Spiel von Darmstadt in der Bundesliga. Denn sie steigen ja bekanntlich ab. Und wir werden auch die Saisonabrechnung noch in diesem Part machen, da wir ja genügend Zeit haben, denke ich mal. So, lassen wir doch einfach das Galatides mal in die Startelf und lassen wir die ganzen jungen Spieler mal rein, damit die auch mal zum Einsatz kommen. Ich meine, es geht ja um nichts mehr und Beresowski soll auch noch mal spielen. Der ist ja deutlich schlechter. Komm, dann lassen wir die alle hier spielen. Rechter Verteidiger von mir aus, Jungwirth ist sowieso weg. Dann der Fisch. Der soll spielen. Der Aiduan, der soll spielen. Und Platte soll mal als Stürmer rein. Ich weiß so, wie ich das aufstelle, ist das sehr riskant. Aber ich denke mal, wir können damit durchaus was erreichen. Und ansonsten nehme ich Obinna mal raus für Strohengel. Und Grigg kann wieder spielen. Daher kommt er auch nochmal rein. Schiblock. Und ansonsten, ja, geht heuer Fernandes raus und wen holen wir denn? Poyanpalo. Ja, die müssen leider warten hier. Ja, die müssen leider warten hier. So, das ist unsere letzte Aufstellung für dieses Let's Play. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Fahren wir noch einmal auswärts in ein Bundesliga-Stadion, da Gladbach ja die Klasse gehalten hat. Vielleicht geht es für die noch um Europa. Eine kleine Chance haben sie, glaube ich, noch. Auch wenn es schon sehr unwahrscheinlich ist, weil solche Mannschaften wie Freiburg oder Ding, wie heißen sie denn? Freiburg? Oh, Batterie ist fast leer, ganz toll. Wo ich gar nicht gespielt habe, ich habe gestern einen Film angeschaut. Welcher Film es war? Gut, Lady Vengeance, kann ich ja mal einfach so sagen. Also Freiburg, Köln, Frankfurt, nur wenn sie den Pokal gewinnen. Ich weiß nicht, wollen wir das eigentlich durchgehen? Zudem möchte ich ja gerne mal sagen, was sagen, und zwar. Der FC Ingolstadt, der ist ja auch jetzt abgestiegen offiziell, kann sich auch nicht mehr retten. Und ja, das kommt davon, wenn man so viele Jugendspieler drin hat, das werde ich nochmal richtig bereuen, wobei. Und, oh, nicht schlecht, aber wenigstens der erste Schuss. Wären wir zu nah rangegangen, wäre das sicherlich wieder abgeblockt worden. Ja, also die beiden Aufsteiger von 2015 gehen jetzt wieder runter, gemeinsam wohlgemerkt. Ist ja das Dramatische. Und Hamburg, Mainz und wer noch? Fragezeichen. Für die geht es auf jeden Fall noch um die Relegation. Hamburg, Mainz und Augsburg, genau. Auch wenn Hamburg natürlich die schlechteste Ausgangsposition hat, haben ja gerade noch so nicht das Gegentor von Schalke bekommen. Wodurch durch Ingolstadt noch eine Chance gehabt hätte. Aber so. Ist Ingolstadt nochmal abgestiegen und der HSV wird wahrscheinlich seine dritte Relegation antreten. Gegen Eintracht Braunschweig, denn da in der zweiten Liga sieht es auch sehr einseitig aus. Also Hannover und Ding, wie heißen sie denn nochmal? Hannover und Stuttgart sind eigentlich so gut wie durch. Oh Mist! Da hätte ich vielleicht einen normalen Flachpass machen sollen. So kommt es nochmal hier zu einer Ecke. So, da haben wir den Wolf. The Wolf of Gladbach Street? Nee. Ah, Mist. Hätte ich ihm fast den Ball abgenommen. Aber gut, wir drücken mal wieder. Und das, obwohl wir lauter Jugendspieler drin haben. Na, das hatte nichts damit zu tun. Die sind ja so gut ausgeruht, die hatten kaum Erfahrung. Habe ich sie mal so ab und zu eingewechselt, als es noch um alles ging. Als es noch ums Eingemachte ging. Na, der war gut gespielt. Aber so bleiben die am Ball. Und so schießen sie noch nicht das Tor. Nicht schlecht, Stindl, es geht aber besser. Haben die eigentlich den Borussia Park direkt einintegriert oder ist das nur wieder ein anderes Vertretungsstadion? Und in der dritten Liga sind auch schon die beiden Aufsteiger klar, gegen die auch Darmstadt spielen wird nächstes Jahr. Nämlich Holstein Kiel und MSV Duisburg. Die spielen ja noch um den Aufstieg oder um die Meisterschaft. Ist verdient. Also ich habe das Spiel in Groß-Asbach jetzt nicht gesehen, auch wenn ich eigentlich die Chance gehabt hätte. Und es war ein Foul.
Soll aber ein ganz gutes Spiel gewesen sein. Lief ja auch in der Sportschau. Und dass die ausgerechnet damit 1-0 gewinnt, das ist überraschend. Ich meine, das Hinspiel ging 0-0 aus. Meine ich zumindest. Also, liebe Kieler, ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Jahr. In der nächsten Saison. Und dann schießt ihr hier noch nachträglich das 1-0. Und der Thorgan Hazard hat das Tor geschossen. Ja, verabschieden wir uns hier mit einer Niederlage, wäre das schon ganz schön bitter. Ich glaube, wir können jetzt noch so auf den 12. Tabellenplatz abrutschen eventuell. Na, ist ja egal, wir haben auf jeden Fall die Klasse sicher. Das ist so klar wie nichts anderes auf dieser Welt. Und ja, auch abgestiegen aus der dritten Liga sind der FSV Frankfurt. Wohlgemerkt, noch nicht klar, ob es in der Regionalliga weitergeht, da der Verein ja so oder so mit einer Insolvenz zu kämpfen hatte. Ja, bevor das noch bitter wird, weil das erste Tor war wirklich bitter. Und FSV Mainz 2 wären sogar so abgestiegen, wenn jetzt Mainz 1 Problem hätte. Mainz 1. Mainz bleibt 1. Ja gut, die haben ja die beste Ausgangssituation, muss man dazu beinahe sagen. Auch wenn es rechnerisch noch möglich ist. Ja, nicht schlecht, Platte. Meine ich, dass das Platte ist. Ja, danke schön. Das würde ich eigentlich fast als Foul werten, aber wir waren halt noch am Ball dran. Es war anscheinend auch alles richtig gespielt. Sonst werden hier die Nachspielzeit wird nicht mal richtig angezeigt. Ist ja auch scheißegal, was soll jetzt hier noch in der. Wobei. Ja, es gibt nochmal eine Ecke, ganz toll. Aber das ist dann die letzte Aktion für diese Halbzeit. Und dann gibt es nochmal eine Halbzeit FIFA-Action. Und dann ist auch Sendepause. Mit Ungewissheit, ob es in FIFA 18 weitergeht. Wie ihr es vielleicht auch merkt, läuft Assassin's Creed auch gerade eher schleppend, was daran liegt, dass ich kaum Zeit dazu habe. Also bitte zeigt Verständnis dafür, wenn in nächster Zeit nicht mehr so viel kommt. Aber ich muss mich gerade für viele Arbeiten vorbereiten und die Arbeit, die zockt natürlich auch. Ja, die zockt, wohlgemerkt, auch ein bisschen was an Zeit. Daher tut es mir leid, wenn ich mich ein bisschen unrühmlich jetzt hier aus dem FIFA-Let's Play verabschiede und euch nicht irgendwie was großartig zur Kompensation anbiete, und das ist natürlich schlecht hier, aber ich spiele hier sowieso nicht auf Sieg. Ich möchte einfach nochmal alle All-Stars oder auch die jungen Spieler würdigen, dafür, dass wir gegen den HSV so gut gespielt haben. Zumindest das Hinspiel. Ich meine, wir waren auch insgesamt in der Hinrunde besser. Also komplettes Gegenteil von der Realität. Die haben 98% Ballbesitz, das ist unsere 98. Das ist unsere Zahl hier immer noch. So, ich hoffe natürlich, dass der Controller nicht ausfällt. Am besten wechsle ich ihn für die zweite Liga, was ja dann das letzte Video sein wird, denn sowas wie DFB-Pokal oder so, das mache ich nicht. Ach, und das war schlecht. Ja, und der Joker hätte fast ein Tor geschossen. Nach zwei sehr glücklichen Siegen in Hoffenheim, wohlgemerkt. Ja, der hat ja auch das Tor erzielt, der Dominik Strohengel. Erlebt man eher selten in letzter Zeit. Ja. Die haben jetzt komischerweise schon 8 Schüsse. Ja gut, die machen auch ein bisschen mehr nach vorne. Wir kommen nicht so ganz nach vorne. Sind nicht so spielbestimmend. Okay, ganz normal Ball gespielt anscheinend. Gut, das wage ich auch nicht zu bezweifeln. Ach ja, und ich sollte vielleicht noch ein bisschen Kritik austeilen. Und zwar zu FIFA allgemein. Anfänger ist der absolute Cheater-Modus. Ich meine, die Gegner machen da gar nichts, die Computerspieler. Also, das ist wirklich wahrhaftig unfassbar schlecht. Aber das tun wir auch gerade. Also, ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Schuss nach vorne gesehen in diesem im Anfänger-Modus. Gut, den spiele ich auch kaum. Und auch der Torwart ist extrem schlecht. Muss ich einfach mal so sagen. Bei Amateur ist das nicht viel besser.
Da spielt der Torwart nur besser, aber es gibt keine Chancen von der Gegnermannschaft, von der gegnerischen Mannschaft. Also ihr könnt ja mal gerne berichten, ob ihr jemals als Anfänger ein Tor kassiert habt, also auf dem Schwierigkeitsgrad Anfänger wohlgemerkt. Auf der Linie gerettet, das gibt's nicht. Das gibt's nur hier im letzten Part. Ballbesitz, die haben ein bisschen mehr. Wie viele Partien gab es eigentlich, in denen wir weniger Ballbesitz hatten? Könnt ihr ja mal gerne nachzählen, liebe Statistiker. Und nicht nur Carbonat, bitte. Ja, aber die kriegen es rein. Dankeschön. Für nichts. So, das war jetzt einmal Stindl, einmal Hazard. Das passt ja perfekt. Ja, beenden mit einer negativen Torbilanz. Das ist scheiße. Ach, jetzt nehme ich einfach hier mal hier Poyan Palo rein. Das ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Ich meine, zu retten gibt es hier eh nichts mehr. Was soll man hier bitte schon noch retten? So, und auch die Grafik scheint heute mal ein bisschen zu spinnen. Das ist sehr schön. Ja, es ist einfach Saisonschluss. Aber ich glaube, wir können mit unserem 12. Platz dann doch zufrieden sein von der Leistung her. Guck ich das mal an. Jetzt schießen die hier noch ohne große Mühe. Das 3-0. Aber vielleicht liegt es auch am Torwart, ich weiß nicht, aber schau ich das mal an, wir hätten fast das 1-1 bekommen, ein geschenktes 1-1 mehr oder weniger. Jetzt gibt es hier mal eine Ecke für die. Auf jeden Fall hat man es im Spiel gegen Freiburg gesehen, wo wir wirklich hier eindeutig das schlechtere Team waren. So, jetzt läuft hier nochmal der Beresowski raus. Ach Mist. Ja, ihr seht, das ist alles eine Tat der Verzweiflung. Oh, jetzt können wir aber hier voranlaufen. Auf geht's. Unser letzter Treffer, unser letzter Treffer, unser letzter Treffer, unser letzter Treffer! Ah. Ja, Sirigu. Nicht mehr Sandro Wagner, sondern Sandro Sirigu. Und da laufen die letzten Minuten ab. Und das war's. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welchem Platz wir die Bundesliga-Saison beenden. Dann können wir hier ein schlussendliches Fazit und oder einen schlussendlichen Strich unter das Ganze machen. Bayern gewinnt relativ klar gegen den SC Freiburg, das hätte ich nicht gedacht. So, dann mal schauen, was steht hier jetzt? Turnierpreisgeld. Preisgeld, wow, 27 Millionen. Aufgrund ihrer Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzliche Mittel erhalten. Ja, das ist schön. Leider gibt es keine zweite Saison. Schade eigentlich drum. So, ich meine, im Mai geht's dann auch schon. Nee, erst im Juli. Die Simulation wird gestoppt. Ich möchte mir mal die Tabelle anschauen. Wie sieht's denn jetzt eigentlich schlussendlich aus? Elfter sind wir geworden, das ist nicht schlecht. Und mit einem Torverhältnis von minus 5, ja, wir haben gerade mal 20 Tore geschossen, das müsst ihr euch mal geben. Aber wir haben auch nur 25 kassiert. Bayern hat weniger kassiert. Ein einziges weniger. Ja, also Abstieg. Einer stimmt überein. Der Relegationsplatz könnte eventuell. Ja, das könnte eventuell noch passieren. HSV auf 10, absolut lächerlich, die haben uns noch überholt. Aber wir haben am Ende einfach zu viel Punkte liegen lassen. In der Champions League sind der FC Bayern als Meister, VfL Wolfsburg, Dortmund, Schalke. Einzig Dortmund stimmt soweit. Dann Bayern 04, Leverkusen, Bayern 04 und Augsburg in der Europa League stimmt auch gar nicht. Alles andere, ja, ein bisschen überraschend, mehr oder weniger. Aber FIFA denkt es halt nun manchmal so. Also, das ist die Abschlusstabelle von der Bundesliga 2016-17. So wie dies denken, im deutschen Pokal haben wir noch nichts. Und da Relegationsspiel gegen den TSV 1860 München auch lächerlich. Haben wir vielleicht noch was aus der zweiten Bundesliga? So mal nachschauen. Wie hat denn die zweite Bundesliga hier entschieden? Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien. Meine Güte, es gibt so viele verdammte Ligen.
So, Bundesliga, zweite Bundesliga sind aufge. Pff, wo ist der VfB? Ach so, Fürther haben es nicht gepackt, unfassbar. Also Hannover aufgestiegen, FC Nürnberg aufgestiegen, 1860 nicht aufgestiegen. Oder ja, Relegation weiß man noch nicht. VfB Stuttgart, dann Kaiserslautern, Braunschweig, VfL, St. Pauli, Union Berlin, Fürth, Karlsruhe SC, Düsseldorf, Heidenheim, SV Sandhausen, Bielefeld, Würzburger Kickers, Dynamo Dresden. Ja, die drei Aufsteiger natürlich ganz unten. Ja, kann man so sehen, kann man aber auch nicht so sehen. So, dann beenden wir am besten jetzt mal die Saison. Auslaufende Spielverträge, das ist mir scheißegal. Es ist eh aus. Aktiongebühr für Live-Spieler fällig. Kaufoption, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, 27 Millionen bekommen. Ob wir uns damit irgendwas leisten können, das ist eine andere Frage. Die Spieleverträge, das ist mir scheißegal. Die Saison wird so beendet. Danke, Chef. Ne, das ist mir egal. Danke fürs Zuhören. Die Spielzeit, ich bin jetzt viel glücklicher. Ja, wie sieht es eigentlich jetzt aus hier mit Relegation? Wie ist denn das hier ausgegangen? Hat Mainz gewonnen? Also Mainz bleibt in der Bundesliga. So. Das ist mir so scheißegal. Darmstadt-Vorstand, gut gemacht. Sehr geehrter Herr SteelPeacherUpX, wenn uns die maximale Spielgelder um 15%, ja, Finanzbericht hätten, dass wir uns dieses Ziel definitiv erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit beim nicht nur für den Fußballverein, sondern auch als Unternehmen Zielanzeigen. Das haben wir erreicht. Achso, sind es die Ziele für die nächste Saison oder was? Ach, das ist ja auch eigentlich scheißegal. Spieler auskuriert. Dann. So, bin ich mal gespannt, weil das ist das erste Mal, dass ich eine Saison beenden würde. Nicht, dass sich hier das System noch aufhängt. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil es einfach Saisonende ist. So, dann beenden wir am besten mal die Saison. So, Bewertung zum Saisonende hat zumindest eine Bewertung. Auch wenn wir nicht alle Ziele erreichen konnten, sind wir überzeugt, dass es insgesamt eine zufriedenstellende Saison war. Wir hoffen, nächstes Jahr noch besser abschneiden zu können. Und sie sind nach wie vor der richtige Mann für die Aufgabe. Ja, zusammenarbeiten der Vorstand weiter. Ach so, jetzt kommt ja die nächste Saison. Das ist mir eigentlich scheißegal. Jetzt sind wir sicherlich wieder zu einem Probeturnier eingeladen. Das ist mir eigentlich auch egal. Der 18-jährige James Penrith ist den Scouts eine Weile geläufig. Interessant. Irgendwie aus der zweiten oder dritten englischen Liga höchstwahrscheinlich geholt. Ja. War es also schon. Also wie gesagt, mit FIFA geht's dann, was Darmstadt angeht, im September dann weiter bei FIFA 18. Hoffe ich doch, dass wir da irgendwie was machen. Vielleicht ein längerfristiges Let's Play, das täglich rausgehauen wird. Auch wenn das schon ein bisschen billige Geldmacherei ist. Wobei, ich verdiene ja kein Geld damit. Was rede ich da? Achso, der blöde Saisonspielplan muss jetzt erstmal hier erstellt werden. Ich weiß gar nicht, haben die das eigentlich jetzt so verbessert, dass wenigstens in der zweiten Saison eine kohärente oder wie soll ich es jetzt rüberbringen? Ein mehr oder weniger DFL-artigerer Spielplan da ist, beziehungsweise jetzt auch Montagsspiele mit einberechnet sind, oder? Ich weiß nicht, also ich glaube, das machen sie eher nicht. Wie immer halt. Und es dauert extrem lange, so einen verdammten Spielplan zu erstellen. Das merke ich jetzt gerade auch. Nach dem Sieg im ersten Ligaspiel, wir haben gegen die gewonnen.
Interessant. 31.1. Warum blendet ihr gerade Informationen ein, die schon ein halbes Jahr hier zurückliegen? Es dauert extrem lange, diesen verdammten Plan zu erstellen. Ach, das lesen wir uns doch nicht durch. Das ist doch alles hier offensichtlich. Guckt euch das mal an. Der sitzt hier im Stadion ganz alleine und liest Zeitung, weil keiner spielt. Okay, ich glaube, wir haben's. Ja. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Spielplan. Trikotverkäufe, wichtige Infos zum Transfermarkt. Das interessiert mich jetzt alles nichts mehr. Alle Begegnungen. August. So, wir spielen in Bremen zuerst. Das heißt, mal schauen, haben sie es so. Nein, Hamburger SV. Also, sie haben es mal wieder nicht hingekriegt, die Spielpläne richtig zu machen. Aber das ist ja jetzt auch egal. 11. Platz. Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden damit. Ich verabschiede mich von euch für diese letzte Hälfte. Es geht ja noch in der zweiten Liga mit Aue weiter. Auch wenn es recht unspektakulär wird, weil da geht es auch für mich um nichts mehr. Also, danke für euer Interesse, wenn ihr nicht mehr bei der zweiten Liga zuschauen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Halt die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie im Zeichen der Lilien.